München Ramersdorf. Fast 90 Jahre alt ist die evangelische Gustav-Adolf-Kirche, die hier steht. Die Fassade marode, der Putz bröckelt. Die uralte Elektrik in der Kirche und die Farbe des Kirchturms wurden in den vergangenen Jahren schon saniert, für schlappe 180.000 Euro. Nun plant der Kirchenvorstand gleich für das ganze Gebäude einen neuen Anstrich. Ich sag's mal ganz profan und kurz: Den ganzen Putz abschlagen, neuen Putz drauf, Farbe drauf. Das ist die ganze Aktion. Kostet halt ein paar Euro. Norbert Pietsch ist 74 Jahre alt. Er engagiert sich im Kirchenvorstand der Gemeinde. Und das seit fast 30 Jahren. Die alte Kirche auf Vordermann zu bringen, das ist sein Herzensanliegen. Wenn ich irgendwann hier durch das Gebiet unserer Kirche und des Gemeindezentrums gehe und sage, da war ich mit dabei und es funktioniert und es ist für die Gemeinde, das ist einfach Motivation, dass ich mich hier einbringe. Die Gustav-Adolf-Gemeinde ist lebendig. Mehrere Chöre gibt es hier, einen Adventsmarkt, ein Repair-Café. Die Gemeindemitglieder sind darauf angewiesen, dass die Kirche und das Gemeindehaus in Schuss sind. Wäre nicht vor kurzem die jahrzehntealte Elektrik in der Kirche runderneuert worden, dann wäre das früher oder später zur echten Gefahr geworden. Und dann? Dann dürfte das Gebäude, die Kirche, das Gemeindehaus nicht mehr benutzt werden. Das wäre eine Katastrophe. Es ist nicht nur die Fassade, der Putz, die Elektrik. Die größten Sorgenkinder sind derweil wohl die Glocken. Drei Stück hängen oben im Kirchturm. Sie sind aus Gusseisen, einem billigeren Material als dem hochwertigen Bronze. Und Gusseisen hat es so an sich, dass beim Gießen kleine Bläschen entstehen. Das sind kleine Löcher, die im Lauf der Zeit korrodieren, gut Deutsch rosten. Und so wie es hier an der Oberfläche ist, ist es auch im Inneren. Und irgendwann ist es ein Zustand, dass es gefährlich wird. Und deswegen hat die Glocke eine Lebenserwartung von circa 80 Jahren, die bei unseren Glocken schon überschritten ist. Glocke Lukas muss deswegen schon jetzt schweigen, aus Sicherheitsgründen. Markus und Johannes sind tickende Zeitbomben. Wenn jetzt die Glocke schwingt und von innen der Klöppel dagegen schlägt, könnte es passieren, dass sie halt bricht. Und wenn dann zufälligerweise, wir sind hier direkt über der Sakristei, wenn diese Glocke durchbrechen würde, dann fällt sie noch tiefer und noch tiefer und noch tiefer und dann liegt der Pfarrer in der Sakristei unter der heruntergefallenen Glocke. Damit das nicht passiert, werden die Gusseisenglocken bald durch neue Bronzeglocken ausgetauscht. Die nötigen 200.000 Euro hat die Gemeinde fast zusammen. An Ostern soll das neue Geläut eingeweiht werden, damit auch künftige Generationen in der Gustav-Adolf-Kirche Gottesdienst feiern können.